Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Forza Horizon 5 hier auf dem Pixelhängen-Kanal mit mir, dem Ray. Ja, was im JDM Travels Carpack noch schmerzlich vermisst wurde, können wir jetzt über die aktuelle Festival-Playlist, genauer gesagt, beim Erreichen der 20 Punkte in der Winter- bzw. Trockensaison gewinnen. Und zwar ein Modell des Toyota Chaser und das wird sicherlich sehr viele sehr erfreuen. Ich bin mir aber auch sicher, dass es den einen oder anderen geben wird, der ja zwar diesen Hype um dieses Fahrzeug und auch das schmerzliche Vermissen im angesprochenen JDM Travels Carpack mitbekommen hat, aber nicht so richtig versteht, warum dieser Chaser sich so großer Beliebtheit erfreut. Und da versuche ich jetzt gerade am Anfang der Folge, ja, in wenigen Worten dir ganz allgemein gesprochen dieses Fahrzeug ein wenig näher zu bringen. Und das sei auch gleich gesagt, die Beliebtheit beschränkt sich jetzt nicht auf dieses spezielle Modell, was wir hier mit ins Spiel bekommen haben, sondern vielmehr, ja, die gesamte Reihe wird gefeiert. Der Toyota Chaser ist eine japanische Mittelklasse-Limousine, die über 6 Generationen gebaut wurde, von 1977 bis 2001. Und alle davon haben sich, wie gesagt, großer Beliebtheit damals schon erfreut. Und das liegt einfach daran, dass es wirklich, ja, gute Motoren in der Auswahl gab und das Ganze bei einer guten Ausstattung zu angenehmen Preisen. Also da war wirklich für jeden was dabei. Leute, die einfach eine gute, ja, Grundperformance gemocht haben, aber auch gerade in Japan mit den ganzen Bergstraßen, die Drifter konnten sich mit dem Chaser richtig gut ausleben, weil halt einfach eine gute Grundleistung da war, aber auch gerade die Motoren haben halt eine sehr gute Tunbarkeit aufgewiesen und das Ganze, wie schon gesagt, für, ja, einen gut bezahlten mittelständigen Luxus. Also auch für das normale, ja, alltägliche Cruisen konnte man einfach angenehm Spaß mit diesem Fahrzeug haben. Und ja, es sei hier auch nochmal erwähnt, diese ganzen 6 Generationen sind echte JDMs. Die sind nur für den japanischen Markt gebaut worden, aber wie damals schon diese gute Tunbarkeit ja vorhanden war, so ist sie natürlich auch noch heute bei diesen Modellen vorhanden. Und so ist natürlich diese Beliebtheit gerade außerhalb von Japan, insbesondere in den USA, aufgekommen, indem man eben sich diese Chaser importiert hat und sie vor allem halt getunt hat. Also durch die Tuning-Szene ist dieses Fahrzeug wirklich geboomt in der Beliebtheit. Und um jetzt mal konkreter zu werden, was wir haben hier den von 1988 bis 92 produzierten X80, so heißt nämlich die 4. Generation. Und die 4. Generation ist auch eine besondere, denn die hat ein neues Gesicht gezeigt. Es gab eine neue Designsprache für den Chaser. Zuvor waren, ja, die Generationen eher kantig und ja, ab dem X80, ab dieser 4. Generation, war es eher rund, ein bisschen elegant, kann man auch sagen, ein bisschen mehr Luxus. Aber das hat dem, wie ich finde, gerade für die damalige Zeit keinen Abbruch getan. Es gab bei dieser 4. Generation, also beim X80, verschiedene Modellbezeichnungen, XL, Refine, Avante oder eben wie das Modell, was wir hier jetzt mitbekommen haben, den GT Twin Turbo. Und das hat in erster Linie, ja, die Ausstattung und vor allem die Motorisierung so ein bisschen bezeichnet oder eingeschränkt, oder man wusste halt genau, was da am Start ist. Und eben dieser GT Twin Turbo, den wir haben, das ist auch tatsächlich die stärkste Variante gewesen. Zuerst gab es den mit einem 2-Liter rein 6-Zylinder Twin Turbo mit dem 1G GTE Motor und später dann kam der, man kann es eigentlich schon fast hinten ablesen, kam dann der 2,5 Liter rein 6-Zylinder Twin Turbo rein, den wir auch aus dem Supra MK3 kennen, den 1JZ GTE Motor. Es gab aber auch 3-Liter rein 6-Zylinder Saugermotoren und es gab sogar einen 2,4 Liter Turbo Diesel bei diesem X80. Eine weitere Besonderheit bei dieser 4. Generation war, dass es zum ersten Mal eine Vierrad-Einzelrad-Aufhängung gab und auch ein Sperrdifferential, was natürlich die Sportlichkeit auf jeden Fall nochmal auf neue, ja, ich sage jetzt mal, Ebenen gehievt hat. Und ja, den Motor, wie gesagt, habe ich schon angesprochen. Wir können auch da nochmal einen ganz kurzen Blick reinwerfen, denn der hat natürlich auch, ich sage jetzt mal, stramme Leistungseckdaten. Und du weißt natürlich Bescheid, diese Leistungseckdaten gibt es wie immer bei unserer Teststreckenrunde auf der PXR-Teststrecke. Und ich würde auch sagen, wir verlieren jetzt keine weitere Zeit und springen da direkt mal hin. Ja, und hier angekommen und mit dem Start der Runde, wie versprochen, das Datenblatt. Und da, ja, kann ich noch wiederholen, was ich schon gesagt habe. Im Herzen den 1JZ GTE-Motor, der 2,5 Liter rein 6-Zylinder Twin-Turbo, der, ja, man kann schon fast sagen, maximale 280 PS und 363 Newtonmeter Drehmoment leistet. Das Ganze in Verbindung mit einer Viergang-Automatik. Und da sei auch gesagt, den gab es auch tatsächlich noch mit dieser Viergang-Automatik. Die anderen Modellen dieser
vierten Generation gab es zum Teil auch mit einer 5-Gang manuellen Handschaltung. Aber eben bei diesem Twin Turbo war das, ja, ich sage jetzt mal, leider nicht der Fall, denn das Automatikgetriebe, ja, schränkt die Performance schon stark ein, vor allem halt auch nur diese 4 Gänge, wovon ich in dieser Runde sogar nur 3 benutzt habe. Ja, beim Gewicht sind wir bei knapp über 1,5 Tonnen unterwegs. Er schafft trotzdem den Sprint von 0 auf 100 in 6 Sekunden und erreicht natürlich, typisch Japan, elektronisch abgeregelt, eine Höchstgeschwindigkeit von 180 km/h. Die haben wir ja hier im Spiel zum Glück nicht. Da würde er laut Forza-Telemetrie so um die 250 km/h erreichen. Ja, blicken wir nochmal ganz kurz aufs Datenblatt im Gesamten und vor allem auch nochmal auf die PS-Leistung, denn man kann ja dazu sagen, ja, diese elektronische Abregelung, ich habe es ja schon gesagt, Japan typisch 180 km/h beschränkt. Hier in Deutschland kennen wir das ja auch mehr oder weniger mit 250 km/h. Da ist es aber eher so ein Gentleman's Agreement. Also man muss sich nicht dran halten, aber man sollte sich halt dran halten. Und in Japan bis Anfang, Mitte der 2000er gab es es auch, nicht jetzt für die Höchstgeschwindigkeit, die ist gesetzlich vorgeschrieben, sondern für die PS-Leistung. 280 PS war das, was so das Maximum war, was die Hersteller unter sich ausgemacht haben. Und natürlich konnte man darüber hinausgehen, beziehungsweise die Tuner haben das sowieso dann nachträglich gemacht. Das war nicht verboten. Es war wirklich nur so von den Herstellern selber so ein, wie gesagt, Gentleman's Agreement. Und es war auch ganz, ganz oft so in Japan, dass die Fahrzeuge deutlich mehr Leistung hatten als 280 PS. Aber sie haben halt einfach nur 280 PS angegeben. Die haben sehr gerne nach oben gestreut. Und das ist, finde ich, ein, ja, spannender Fun-Fact, der hier einfach auch mit dazu muss. Denn diese 280 PS tauchen auch in den Folgengenerationen nochmal so ein bisschen aus. Ansonsten zu den Fahreigenschaften, ja, da kann ich gar nicht so viel dazu sagen, beziehungsweise die Runde ist schon fast zu Ende. Deswegen verschieben wir das auch gleich auf die Bestliste und blicken jetzt erst einmal auf die gefahrene Rundenzeit. Und die ist mit einer 2 Minuten 31,751. Ja, ich könnte jetzt okay sagen. Ich sage jetzt mal, aber nicht so berauschend. Also man merkt an diesem Chaser schon an, ja, da ist eigentlich gut Leistung da und auch gut Potenzial da, wie eigentlich bei fast jedem Fahrzeug, aber wir kommen hier mit den absoluten Billo-Reifen daher. Das Fahrzeug oder das Fahrwerk, ja, wirkt schon sehr schwankend, wobei in manchen Momenten, ich sagen muss, liegt der richtig gut auf der Straße. Das ist wirklich so, keine Ahnung, mal so, mal so. Also ich hatte echt super verschiedene Runden. Das war jetzt am Ende die, die wirklich auch am schnellsten war und sich auch am smoothesten angefühlt hat. Aber ja, mein allererster Eindruck, als ich den im Livestream ja, in der Open World gefahren bin und auch nach dem Livestream nochmal ein paar Meter in der Open World gefahren bin, war durchaus positiver, als ich dann aber auf die Teststrecke ging und dann, ja, ans Limit rangegangen bin, dann habe ich halt schon gemerkt, okay, da ist das Fahrzeug halt doch alt, ja, und da muss man doch noch eine Menge tun, um da auf einen gewissen Punkt zu kommen. Aber, ey, der Chaser hat ja eine gute Tunbarkeit und die wollen wir ja heute auch so ein bisschen herausstellen. Ansonsten, ja, gibt's, glaube ich, groß nicht viel zu sagen. Der Funfact mit den 280 PS wurde schon getroppt, die Fahreigenschaften damit eigentlich, würde ich sagen, auch. Und dementsprechend verweilen wir hier gar nicht länger und blicken nochmal ganz kurz zurück in den Forza Vista-Modus, denn ich hab's ja gerade eben schon angesprochen, auch die Folgengenerationen hatten ja so ein bisschen diese 280 PS-Beschränkung und da will ich einfach noch dazu sagen, gerade die Tuner-Szene eben im Ausland, in den USA, was dieses Fahrzeug ja auch eben so beliebt gemacht hat jetzt im Nachhinein, es sind eben die Generationen danach, unter anderem die 5. Generation, also der X90, aber auch die 6. Generation, die letzte Generation, der X100. Und ich habe so im Gefühl, wir werden beide oder zumindest mal die letzte Generation auch noch früher oder später in einem Forza-Spiel sehen. Vielleicht sogar auch in Horizon 5, weil die sind schon sehr, sehr, sehr beliebt. Ich glaube, den X80 haben sie jetzt wirklich mit ins Spiel gebracht, weil er, ja, ich würde sagen, der Grundstein dieser, ja, Chaser war oder dieser getunten Chaser war, beziehungsweise einfach, weil es halt eben dieses neue Gesicht, wie eingangs schon erwähnt, so ein bisschen mitgebracht hat. Und ja, darauf kann man quasi so ein bisschen aufbauen, wenn ihr versteht. Na, die wollten jetzt nicht gleich das Letzte bringen und dann irgendwie dazwischen, sondern, ja, beziehungsweise sie sind ja jetzt genau dazwischen. Mit der vierten Generation haben sie eigentlich exakt die Mitte, aber ihr versteht vielleicht, was ich meine. Deswegen auch an diejenigen, die sagen, ah, ich hätte jetzt lieber den X90 oder den X100 gesehen. Ich glaube, das hat alles Kalkül und ich würde da mal abwarten. Ich bin mir da irgendwie fast schon sicher, dass wir die anderen auch früher oder später, wie gesagt, vor allem die letzte Generation, nochmal sehen werden. Ja, das, glaube ich, kann man schon mal so sagen.
Ansonsten, ich würde ganz gerne trotzdem nochmal, auch wenn es nichts groß zur Sache tut, in den Innenraum blicken. Ich glaube, das mache ich eh viel zu selten, obwohl die Innenräume ja sehr gut ausmodelliert sind in Forza. Und da sehen wir es auch nochmal, GT Twin Turbo. Wir sehen, ja, die Automatik, die hier so ein bisschen droht. Und ja, viele Knöpfe, Klimaanlage, alles drum dran, was halt nicht selbstverständlich ist. Wir haben sogar eine Holzvertäfelung. Ja, da reden wir halt eben von diesem Mittelklasse-Luxus. Etwas, was wir jetzt heute nicht unbedingt brauchen, aber ja, ich kann das schon verstehen, dass der halt eben auch damals in Japan schon sehr beliebt war. Aber ich kann auch verstehen, wenn man den so ein bisschen tunt, dass das Ding wirklich was hermachen kann. Und das werden wir heute auch definitiv tun, denn wir haben netterweise von Playground Games eine Custom Body Kit dazu bekommen. Und da mache ich jetzt einfach auch mal kein Geheimnis draus. Das können wir uns gleich schon mal zu Beginn nochmal angucken. Und ja, ist natürlich jetzt eine Geschmackssache. Also ich würde es jetzt auch anders aufbauen wollen, aber man kann es machen. Man kann es machen und wir werden es heute auch machen. Ich meine, allein diese Verbreiterung an sich, also dieses Breiterwerden, ist schon natürlich ein Statement. Und deswegen, ja, wir machen es einfach dran. Bevor wir aber zum Tieferlegen kommen, weil das müssen wir bei diesem Bodykit, weil sonst wirkt es ein bisschen Panne. Gucken wir ganz kurz mal zu den Austauschmotoren. Das ist auch sehr spannend. Da haben wir uns auch im Livestream uns relativ schnell festgelegt, dass da zwei Lexus-Motoren in der Auswahl stehen. Ich kann euch jetzt aber schon mal sagen, keines davon ist ein Lexus-Motor. Und zwar der 4-Liter V8, nein, der kommt nicht aus dem RCF, sondern der 4-Liter V8 ist tatsächlich der M3, der E290-Motor. Genauso auch dieser V10 ist nicht aus dem LFA, denn der LFA hat einen 4,8 Liter, wie vielleicht der eine oder andere noch weiß. Und auch von den PS-Leistungsdaten her hat der LFA ein bisschen mehr als knapp über 500. Der hat so um die 560, 570 PS, wenn ich es noch richtig weiß. Nee, 507 PS, 5 Liter V10, das ist ebenfalls ein BMW-Motor. Logischerweise der S60-Motor. Also zwei BMW-M-Motoren, die wir hier in der Auswahl haben. Warum? Keine Ahnung, kann man aber machen. Ich meine, Toyota und BMW, heutzutage gehen sie ja Hand in Hand. Ich sage nur den aktuellen Supra, aber ja, ist interessant. Wir haben aber noch andere Motoren in der Auswahl. Den Racing 3 Liter rein 6 Zylinder Turbomotor, sowie auch den Racing V12, den wir aus dem Ferrari F50 GT kennen. Ich finde es mega crazy, dass wir eben auch so einen Motor hier einbauen können. Also absolut verrückt. Und ja, last but not least, natürlich der 1,6 Liter rein 4-Zylinder Turbo Rally Motor. Der darf natürlich auch nicht fehlen. Wir bleiben aber beim 1JZ. Wie schon gesagt, Motor bekannt aus dem Supra MK3. Ich glaube, da können wir auch wirklich was rauskitzeln. Könnten den jetzt auch tatsächlich auf einen Single-Turbo umrüsten, der ein bisschen mehr Leistung bringt. Aber ich würde, glaube ich, schon eigentlich beim B-Turbo, beim Twin-Turbo bleiben. Ich meine, steckt ja auch im Namen Twin-Turbo, finde ich schon richtig so. Wir machen keinen Allrad-Swap, kein Engine-Swap logischerweise. Wir könnten jetzt, glaube ich, hier noch den Flügel, ja, zum Forza-Flügel machen. Das machen wir jetzt nicht. Oder den Flügel komplett abmontieren. Aber ich glaube, dieser kleine Flügel, den lassen wir mal, das passt schon allein, dieser Diffusor, ey, dieses Blech da unten. Verrückt! So, bevor wir zu den Felgen kommen, ich glaube, wir beginnen erstmal mit Bremsen und Fahrwerk. Ich gehe jetzt einmal mal in die Vollen, was die Bremsen betrifft. Ich bin auch ein großer Fan, eigentlich Sportbremsen verbauen, weil ich denke, die reichen oft von der Bremswirkung, aber sie sind halt nicht einstellbar in Horizon. Deswegen, ja, gehen wir jetzt halt mit denen, die sind immerhin einstellbar. Wir können ja den Druck entsprechend reduzieren. Ist schon okay. Wir müssen ja nicht jetzt auf die LIs achten, wenn wir jetzt so einen Singleplayer-Aufbau machen. Für einen Multiplayer-Aufbau, da müssten wir natürlich auf jeden Leistungsindexpunkt achten, damit wir da das Maximum rausholen. Das müssen wir in dem Fall jetzt ja nicht. So, wir legen das Ding tief, aber ich würde sagen, ich habe es schon erwähnt, Drifter, Japan. Come on, wir machen einen Drifter heute. Wir machen einen Drifter heute, deswegen auch gleich das Drifterwerk mit rein. Dementsprechend brauchen wir jetzt aber auch die nötigen Einbauteile. Überrollkäfig, ja, ich würde sagen, machen wir mal, oder? Einfach, gehört einfach zum Style dazu. Und Gewichtsreduktion muss natürlich auch sein. Ich glaube, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich weiß nicht, ob der Twin Turbo tatsächlich der schwerste war mit seinen knapp über 1,5 Tonnen. Ich weiß nur, dass die kleineren Motoren, also ne, ich habe nur einen Auszug vorher genannt. Ne? Es gab auch kleine Motoren, es gab auch 1,8 Liter Motoren und so weiter. Es gab auch noch andere Modellbezeichnungen als nur die, die ich genannt habe. Nur ein Auszug davon. Ich wollte, wie gesagt, das Thema jetzt oberflächlich behandeln, weil sonst kann man sich auch da 2 Stunden totquatschen. Also die Fans, die Hardcore-Fans des Chaser werden es mir verzeihen, dass ich das jetzt einfach nur so mal angeschnitten habe, um einfach auch Leute, die mit dem Fahrzeug gar nichts anfangen können, einfach einen, ja, groben, knappen Überblick dafür bekommen haben. Aber das wollte ich auch nochmal am Rande erwähnen. Nee, deswegen, wie gesagt, die kleineren Motorisierungen und so weiter, die kleineren Ausstattungsvarianten,
Die sind natürlich noch mal leichter gewesen mit 1,4 Tonnen und so weiter. Der eben mit über 1,5, glaube ich, schon der schwerste. Könnte sein, dass der 3 Liter Sechszylinder-Sauger auch noch mal schwer war. Aber ich bin mir da nicht ganz so sicher gerade. Aber tut ja auch nichts zu sagen, die paar Kilo plus oder minus. Haben wir jetzt sowieso rausgeschmissen. Also, das haben wir gemacht. Dann würde ich sagen, machen wir trotzdem auch mal noch alles drum und dran. Könnten jetzt natürlich auch mit dem Driftgetriebe. Wo ist denn das überhaupt? Gibt es hier kein Driftgetriebe? Scheinbar nicht. Dann gibt es halt jetzt ein Renngetriebe. So. Und Drift Differential kommt auch rein. So, Antriebswelle auch noch. Und dann kommen wir mal zu den Reifen und dann auch der Breite und so weiter. Ich würde jetzt einmal auch mal mit den Driftreifen gehen. Und Reifenbreite können wir schon echt krass. Guck mal, 285 vorne und hinten sogar auf 305er gehen. Ist jetzt vielleicht für einen Drifter zu viel. Muss ich sagen. Deswegen, ich glaube, ich mache mal so 2,85. Ja, hätte ich es auch spontan gesagt. 2,85 klingt sehr, sehr gut für hinten. Vorne hätte ich jetzt gesagt 2,65, 2,45 ist, glaube ich, okay. Wahrscheinlich für einen Drifter sogar weniger noch, aber ich mache jetzt mal 2,45er. Das ist schon okay so. Und Felgen, muss ich sagen, diese Serienfelgen, die lasse ich auf keinen Fall. Wer hat ganz kurz gedacht, dass ich jetzt sage, die lassen wir. Vielleicht habe ich den einen oder anderen bekommen. Aber ich bin ja jemand, ich gebe es dir zu, der sehr gerne auch mit Serienfelgen unterwegs ist. Aber bevor wir die jetzt tatsächlich montieren, muss ich sagen, und ich finde diese 5 Ziegen jetzt sogar nicht mal schlecht, auf den ersten Blick, suchen wir uns erstmal noch ein cooles Design raus. Ich habe schon gesehen, gestern im Livestream, da gibt es einige coole Designs. Aber jetzt gucken wir einfach nochmal speziell nach. Vielleicht sind ja nochmal ein paar coole dazugekommen. Vielleicht auch noch ganz kurz zu den Grundfarben, die wir ja haben. Natürlich Chaser bekannt, auch unter anderem in Weiß, ja, jetzt hier in Grau. Ich denke, den gibt es aber auch mit dem unteren Bereich in Weiß. Ich weiß es auch gar nicht, ob man, wir haben zwar Farbgruppen, aber wenn ich jetzt sage, okay, pass mal auf, ich will das oben in Weiß haben, ist dann die zweite Farbgruppe komplett das untere oder ist der Mittelstreifen, wenn man so möchte? Ne, es ist komplett, ne, so, okay, schade. Können wir jetzt auch so weiß-schwarz machen, so ein bisschen Polizeistyle, der japanische Polizei. Aber okay. Ne, wir gucken mal, ob wir da nicht irgendwie was krasseres Hardcore finden. HKS-Design ist natürlich schon mal nicht schlecht. Anime-Girl-Design darf natürlich auch sein. Da werdet ihr demnächst auch ein Fahrzeug sehen mit Anime-Girl-Design. Ich habe es eigentlich schon ein bisschen gespoilert. Wer die letzte Horizon-Folge gesehen hat, der weiß vielleicht schon, was kommt. Ein TAD-Track-Design wäre natürlich auch eine Überlegung wert. Aber auch dieses Oldschool, das ist ein bisschen Oldschool hier gemacht. So ein bisschen mehr Gruppe 4-mäßig. Ich glaube, die sind nämlich auch Touring-Cars oder so, glaube ich, gefahren. Bin ich mir gar, ich habe mich gar nicht informiert, was Motorsport betrifft. Ich bin mir fast sicher, dass der Chaser auch im Motorsport unterwegs war. Initial D, okay. Bisschen falsch, aber ja, warum nicht? Bin jetzt mal gerade am Überlegen, ey. Wenn sowas eigentlich auch ganz lustig, muss ich sagen. So oder sowas, finde ich auch ganz cool. Oder halt das HKS ist natürlich auch, passt halt auch sehr, sehr gut. Ja, ich glaube, ich gehe mal mit dem HKS-Design. Der, wie ich schon gesehen habe im Vorschaubild, sich für die TE37-Felgen entschieden hat. Die halt einfach gefühlt immer passen, gerade bei so etwas älteren JDMs. Ob ich die jetzt aber verwende, weiß ich noch nicht. Würde natürlich passen, weil er einfach auch hier Race und Folk Wheel und so mit drauf hat. Das würde von dem her eigentlich ganz gut passen. Ich muss gerade noch mal kurz gucken, wo die noch mal waren. Irgendwo hier müssten die auftauchen. Da sind sie doch. Ja? Also von dem her, das würde dann schon ganz gut zum Design auch passen. Deswegen, glaube ich, suche ich jetzt gar nicht lange, auch wenn da viele anderen Felgen sicherlich auch ganz gut aussehen würden. Gut, dann Felgengröße. Ich glaube, 17 Zoll können wir schon machen. Weil die 16 Zoll, die Standardgröße, auch ganz gut passt, ne? Mit den großen Reifenprofilen, mit dem 45er Profil. Und ich finde gerade die TE37, die wirken jetzt nicht unbedingt geil, wenn sie riesig sind. Aber ich glaube, 17 Zoll können wir uns schon gönnen, oder? Haben wir immer noch 35er Profil, also ich glaube, das ist schon okay. Können wir so machen. Gut, das haben wir. Dann, Spur können wir dank dem Bodykit nicht machen, so wie es scheint. Das haben wir.
Ich glaube, wir sind eigentlich natürlich noch nicht fertig. Wir brauchen natürlich noch Leistung. Und ich glaube, hier gehen wir einfach mal so ganz blöd gesagt in die Vollen, ja. Klangtechnisch habe ich im Stream schon ein bisschen reingehört. Finde ich eigentlich, dass ich die Rennabgasanlage und die Straßenabgasanlage schon mit so am besten. Ich glaube auch, die Straße und die Rennen klingen genau gleich. Nur die Serie und Sport klingt anders. Die Sport, das klingt halt so ein bisschen schriller. Und die klingt halt so ein bisschen dumpfer, sag ich mal. Aber ich mag die irgendwie so. Keine Ahnung. Finde ich ganz cool. So, wir wollen auch ein bisschen höher drehen. Wir wollen Leistung, Leistung. Aber guck mal, das ist so krass, was da, was. Guck mal, Ventile, die eigentlich am wenigsten Leistungssprung haben, aber machen trotzdem hier einfach mal in der höchsten Ausbaustufe 42 PS aus bei dem Motor. Es ist verrückt. So, wir können jetzt hier einen 3,4 Liter Motor draus machen. Machen wir natürlich mal. Kolben kommen auch dazu. Und jetzt bin ich gespannt beim Turbo. Ich mache mir jetzt mal kein Anti-Lag, weil ich glaube, das geht uns sonst auf Dauer auf den Sack. Aber trotzdem, die größte Ausbaustufe muss einfach sein. Und ich glaube, ich verzichte mal auf die Kühler. Ich weiß, Realität und so wäre das schon wichtig. Ich baue es noch mal kurz ein, einfach um zu sehen, was maximal geht. Also 1157 PS, 1257 Newtonmeter. Aber einfach, weil das Leistungsgewicht halt auch ein bisschen schlechter wird und das Gewicht und so weiter, verzichte ich jetzt mal drauf. Und ich glaube, 1114 PS und 1210 Newtonmeter ist auch ganz okay. Da können wir auch, glaube ich, mitleben. So, und damit lassen wir den Aufbau mal so stehen. Und ich glaube, damit können wir. Ich hoffe, die Leistung reicht, um das Fahrzeug quer zu bekommen. Ansonsten müssen wir halt die Handbremse ziehen. Da mit der Handbremse kriegen wir es quer. Ja, wir müssen vor allem das Getriebe vielleicht deutlich länger übersetzen. Ich bin ja kein so riesen Fan. Ich habe es schon ein paar Mal gesagt, von diesen hochgezüchteten Turbo-Drifter. Ja. Ich bin ja wirklich jemand, ich mag eigentlich wirklich so V8-Drifter. Und wir könnten ja einen V8 verbauen, wie wir gesehen haben. Also ist sicherlich auch eine Möglichkeit. Und ich meine auch, dass es einige Chaser gibt, die V8-Swaps haben in der Realität. Ich weiß jetzt nicht, ob das beim X80 auch passiert ist. Aber eben beim X90 und beim X100 auf alle Fälle. Und wäre sicherlich auch eine Option, aber ganz ehrlich, wenn wir jetzt schon mal hier den Motor hier haben, dann will ich den natürlich auch hochzüchten. Und wie schon gesagt, ich werde jetzt mal, das Getriebe ein bisschen, vor allem grundlänger übersetzen. Weil ich denke, gerade beim Driften habe ich schon gerne ein bisschen mehr Spiel. Und die letzten Gänge für mich, das mache ich noch mal ein bisschen kurz, aber so, dass wir da ein paar Gänge zum Spielen haben, ne? So, jetzt bin ich gerade am Überlegen. Ich würde ihm, glaube ich, trotzdem ein bisschen mehr Sturz hinten geben. Ich glaube, ich gebe ihm hinten mal ein bisschen mehr Spur. Und auch hier würde ich, glaube ich, sagen, machen wir ein bisschen mehr. So. Stabi, glaube ich, können wir auch gut weich machen. Der liegt schon sehr tief. Ich hätte ihn gerne noch mal ein bisschen tiefer gesehen, bin ich ganz ehrlich. Aber tiefer geht halt nicht. So, hier gehen wir mal mit der Aero ganz runter, so gut wie geht, weil sonst haben wir da echt eine extreme Debalance. Bremsen, würde ich sagen, wie gesagt, gehen wir ein bisschen zurück im Druck. Und Sperre, ja, ich gebe ihm aber mal ein bisschen Off-Diff auch. Ich würde sagen, querfahren und Leitplanken oder beziehungsweise Begrenzungen abräumen kann er.
So, aber wir wollen natürlich, wenn schon Drift, dann natürlich richtig. Dann wollen wir natürlich auch an den Mountain gehen. Und da machen wir jetzt einmal mal... Das ist immer langweilig. Uphill, Downhill. Aber come on. Das sind die Straßen, die jetzt noch am besten zum japanischen Driften passen. Und wer japanisch angehauchte Bergstraßen sehen möchte, der muss nur mal ins KX-Let's Play gucken. Auch wenn es nicht offiziell Japan ist, es ist aber sehr danach angelehnt. Kann ich nur empfehlen, auch wenn ich dort noch nicht so viel drifte. Das wird dort aber auch noch kommen. Sind die Straßen doch dort schon mal richtig geil. Aber wir nehmen jetzt einfach das, was Mexiko uns zu bieten hat. Und wisst ihr was, was wir schnell machen? Weil es doch angenehmer auch zum Zugucken ist, finde ich. Aber auch zum Fahren werde ich mal ganz kurz die Driftkamera aktivieren. Die ist nämlich nicht an. Das dürfte das Ganze dann doch ein bisschen angenehmer machen, glaube ich. Ja, ich hoffe, das Ganze ist in eurem Sinne gewesen, der Aufbau. Und Drifter ist jetzt auch schon wieder ein paar Tage her, als ich einen aufgebaut habe. Natürlich hätte man jetzt mit dem Kit und allem drum und dran auch irgendwie was Performance-Technisches machen können, aber ich dachte irgendwie, das passt doch ganz gut. Ja, und ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen abholen, was den Chaser betrifft. Natürlich an die Fans, ja. Ihr dürft natürlich ganz wichtige Details, wo ihr sagt, das sollte man noch dazu erwähnt haben, das macht es ganz besonders. Gerne in den Kommentaren dazu ergänzen. Oder auch korrigieren, sollte ich jetzt tatsächlich was falsch gedroppt haben. Auch das kann ja mal passieren, was natürlich nicht in meinem Sinne ist. Dann lasst es mich gerne wissen, beziehungsweise korrigiert auch gerne. Aber ansonsten, wie schon gesagt, ich glaube, wir werden auf jeden Fall noch eine der anderen Generationen sehen. Vielleicht auch die Frage einfach an dich. Hast du auch so das Gefühl, das könnte passieren? Oder sagst du, nee, das ist Playground Games. Die sind jetzt damit, die sind damit jetzt fein. Die machen da jetzt nichts mehr. Ja, wer weiß. Ich meine, die nächste Serie heißt ja auch, oder ist ja für die 90er angelehnt. Also auch da würden ja die folgenden Generationen reinpassen. Auch wenn das natürlich schon krass wäre, wenn sie jetzt dann gleich in der Folgenserie den nächsten reinhauen. Aber ja, ich würde jetzt da nicht Nein sagen, aber mal gucken. Diese 90er-Serie, die da kommt, die kann ja alles, alles sein, was die 90er betrifft. Aber die sind groß und da haben wir, finde ich, eine riesen Lücke auch im Spiel. Obwohl wir ja einige Kultfahrzeuge der 90er haben, aber auch einige halt noch nicht. So, ja, und ihr habt schon festgestellt, ich habe die Anzeige gar nicht an, dass man sieht, wie viele Punkte ich mache. Aber andererseits geht es mir eigentlich jetzt auch gerade um den Drift und nicht unbedingt um die Punkte. Aber ich kann es ja gleich beim Downhill nochmal aktivieren. Ich habe hier das Fahrzeug eh zwischenzeitlich weggeschmissen, das heißt, die Punkte wären hier eh nichtig. Wer ist mein neuer Lieblingsdrifter? Nein. Wie schon gesagt, ich glaube, für mich müsste, ich müsste auf jeden Fall den V8-Spot machen. Dann müsste der E92-Motor rein. Natürlich auch mit ein bisschen mehr Leistung dann, aber irgendwie, ich weiß nicht, woran das liegt, aber irgendwie diese 6-Zylinder-Turbo-Drifter, das ist irgendwie, weiß nicht, ist nicht so meine Welt. Verhungert da. Das wollen wir natürlich nicht.
Ja gut, so. Eingefahren, sind wir, Reifen sind warm. Jetzt aktiviere ich noch ganz kurz die Anzeige wieder. Das ist hier diese Hinweise-Geschichte, das sind quasi die Blitzer und so weiter und so fort. Und eben auch die Driftzone, die man damit deaktivieren kann oder aktivieren kann. Oder eben diese EP-Anzeige, die man da ab und zu links sieht. Nicht die Fähigkeiten, das ist nochmal andere Anzeige. Aber die brauchen wir jetzt auch nicht. Ja, aber schreibt mir auch gerne, wenn ihr euch den Chaser schon abgeholt habt. Was habt ihr denn für einen Aufbau gemacht? Oder habt ihr ihn einfach Serien gelassen, weil ihr gesagt habt, nee, in der Serie ist das genau mein Ding. Oder habt ihr vielleicht auch ein Querfeld ein Rallye-Fahrzeug rausgebaut? Straßenszene-Fahrzeug oder auch ein Drifter. Was habt ihr gemacht? Habt ihr einen Swap gemacht? Habt ihr auf den V10 geswappt? Auf den V12? Was war eurer Kreativität keine Grenzen gesetzt? Lasst mich mal gerne wissen. Finde ich auch immer interessant, wie unterschiedlich manchmal Ansätze sind. Auf jeden Fall weiß ich jetzt schon mal, dass meine Hand nachher wieder so halb taub ist, weil der Controller vibriert und vibriert und vibriert. Und ich habe das natürlich auf die höchste Stufe eingestellt. Sprich, ja, meine Hände werden gerade gut durchmassiert. Aber muss auch mal sein. So, ich lasse gerade hier so ein bisschen die Action sprechen, deswegen sage ich gerade nichts. Als Downhill kriegt er auf jeden Fall ein bisschen besser hin. Die Schwerkraft hilft ein bisschen mit. Ich weiß gar nicht, wie viel Ladedruck wir haben. Da müssen wir auch gleich mal nochmal gucken. Aber das mache ich jetzt nicht während dem Driften. Sonst drehe ich mich bestimmt gleich wieder ein. Kann zwei Dinge gleichzeitig einfach nicht. Na komm, die Millionen müssen wir doch knacken können. Sehr gut. Damit würde ich sagen, approved, dass es ein guter Drifter ist. So, Ladedruck wollte ich nochmal ganz kurz gucken. Wie viel haben wir denn da jetzt am Start? Boah, was? 3,2 Bar aufgerundet. Alles klar. Ich würde sagen, das erklärt einiges. Wunderbar. Und damit sind wir jetzt aber auch am Ende der Folge angekommen. Ich hoffe, du hattest viel Spaß. Wenn das so wäre, Däumchen nach oben. Wäre nice. Du weißt Bescheid. Gerne Feedback in die Kommentare im Kampf gegen den YouTube-Algorithmus. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Mach's gut und bis denne. Ciao.